Let's go! Muss mich ja ein bisschen vorbereiten, ne? Auf den großen Server. Bisschen wieder reinkommen ins Game. Na, okay, nice. Schnell mal ein bisschen von den Bären essen hier. Oh, lol. Metall bekommen. Sau nice. Junge, wie schnell ist denn jetzt das Dings kaputt gegangen? Holy moly. Ich tu mich schon mal ein bisschen warm spielen. 20. Mai startet ja der große ARK-RP-Server. Ah, schön Fleisch. Ja, gut. Na, du bleibst jetzt schön hier in der Ecke. Jetzt wirst du da nämlich auseinandergefetzt, Kollege. Okay, sehr schön. Wir haben den Spot, wo ich bauen möchte, erreicht, Leute. Jetzt wird erstmal ordentlich Stuff rangeholt, ne? Oh, wir müssen uns erstmal die Insel hier erobern. Wow, 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 wow. So, ein wahrer Krieger hat keine Probleme. Ich bin quasi ein Herkules, kann man sagen. Nicht nur im echten Leben, sondern auch jetzt in ARK. So, erstmal richtig schön Dünnpfiff rausgelassen hier. Muss ja auch mal sein. Level 40. 56, schade. Was ist deine Lieblingsmap? Boah, ganz klassisch War Island, würde ich schon sagen. Ich finde, War Island ist so mit Abstand meine Lieblingskarte. Ich mag die einfach. Ich finde die cool gemacht. Die hat halt immer die Nostalgie-Vibes. Direkt erstmal ordentlich Narkotik herstellen gleich. Scorched Earth ist auch sehr geil. Da gebe ich dir recht. Oh, nice. Das ist gut. ...53 Narkotik kann ich schon herstellen. Sehr geil. Thatch haben wir noch nicht so viel. Holen wir jetzt auch ganz easy einiges ran. Stück kann ich nur machen. Aber die geben gut XP. Bogen und Steinpfeil, ja, sehr geil. Ich glaube, wir können wieder ein paar Holzdinger bauen. 8 Stück. Oh, das wird gut XP geben. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Oh, warte mal. Tadam. Das sammeln wir wieder ein. Ja, guck mal, da haben wir schon gut Holz am Start hier. Essen ist sowieso gut vertreten. Ich glaube, da kann ich jetzt noch ein paar Dings hiervon erstmal machen. Mhm. 13 Stück. Sehr geil. So, jetzt gehen wir erstmal ein bisschen in Gewicht rein. Wie im echten Leben. Oh, warte mal, die Bola muss ich auch noch lernen, ne? Bola. Da haben wir sie. Zack. Sehr geil. Ich kann Betäubungspfeile und den Schmelzofen. Oh, wir können auch schon hier die ersten Metall-Engrams machen. So, da können wir nochmal 10 Stück machen hier. Wir haben bald den Grundstein für die Basis gelegt schon mal. So, wichtige Sachen auch schon mal gelernt hier. Die Double Door. Also aktuell kann man sich aber auch nur fürs Team bewerben, ne? Wir sind noch immer für den RP-Server das Team am Aufbauen. Da sind schon ein paar Leute drin, aber es sind noch zu wenig. Also wir suchen immer noch Leute, die Bock haben, zum Beispiel als Supporter zu helfen oder die sich extrem gut mit Mods auskennen und Lex helfen können beim Einstellen der Sachen und so weiter und so fort. Spielerbewerbungen werden wohl ab nächster Woche starten. Schön am frühen Morgen hier, die Beeren am Pflücken. Dein Charakter gerade gefurzt, hat geschissen. Muss ja regelmäßig scheißen. Naja, dann sitzt man bei einem High-Level-Bronto halt mal 12 Stunden am PC, wenn es niedrig eingestellt ist. Ja, weiß nicht, was dein Problem ist. 12 Stunden ist vollkommen in Ordnung. Was? Er hat das Narkotik gefressen, aber zum Glück habe ich ja von fast allem Narkotik Pfeile gecraftet. LOL, als ob du wieder ARK spielst. Ja, und so große Tiere sollte man halt dann einfach zusammenzähmen. Soll ja auch irgendwas Besonderes sein. So sieht's nämlich aus. Ein Level 80 Biber. Nee, den tue ich lieber, wenn dann mit der Armbrust später tame. Dann 24er, wenn ich mich irre. Kannst gerne 24 Stunden Timeout haben. Ist kein Problem, Minigun. Lässt sich einrichten. Ach, ist das nicht die Holzrampe, die man... Ach nein, ich habe die eine Holzrampe gebaut. Das ist jetzt... die falsche gewesen. Ich wollte die S-Plus-Rampe. Genauso bei den Doppeltüren habe ich jetzt, glaube ich, auch wieder die normale gebaut, ne? Und nicht die... Die S-Plus habe ich gar nicht gelernt. Genau, perfekt. Dann brauchen wir jetzt... Alter! Der ist Level 108! Holy shit!
überfällt mich hier ein 108er Vieh. Während ich hier in Ruhe meine Basis am Bauen bin. Perfekt. So, wie sieht's hier mit Wänden aus, ja? Da gucken wir jetzt mal Holzwände. Da würde ich sagen, bauen wir direkt die etwas höheren. Ist hier überhaupt da, Large? The Large Wood Wall. Hey, ich glaube, das sind zu viele Vier. Ich würde lieber gerne 3 nehmen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß gar nicht, ob S Plus auf dem RP-Server drauf ist. Und wenn ja, dann werden wahrscheinlich die OP-Tools verbannt. Nur PES Plus ist nicht drauf. Ha, da habt ihr eure Antwort. Nice, 35 Wände. So, erstmal alles hier reinpacken, was jetzt gerade nicht unbedingt bei mir im Inventar rumfliegen muss. Jetzt machen wir uns erstmal Metallsachen hier. So, nochmal Holz holen ordentlich. Ich muss je nachdem sogar den Respawn-Radius nochmal was anpassen. Hier spawnt ja nichts mehr nach. Jetzt kann ich nicht durchgehen lassen, dass du mich ankackst, gefühlt. Was? Kollege. Du kleines Mistvieh, ich hasse dich. Oh yes. Wenn man die tötet, das ist immer ein geiles Gefühl. Also wenn du die tötest, das ist so ungefähr, als wenn du in Pokémon Shiny Pokémon fängst. So fühlt sich das an. Du weißt einfach, es ist eine fliegende Mistratte weniger. Und die stehlen immer das, womit die abfacken können. Armbrust, Metallpike, lernen wir. Oh, warte mal. Erstmal schnell was trinken. Leider hat er ja hier im Game kein Ready-to-Drink-Level-Up, ne? Ich muss es selber lachen. Weil das so eine schlechte Werbung war. Oh no! Die sind absolut gefährlich. Ich habe ihn aber überlebt. Ist aber auch spannend, wenn man wegen der Facecam nicht sieht, wie viel HP du noch hast. Dankeschön, freut mich. Das ist ja auch das Ziel. Meine Streams sollen ja für Spannung sorgen. Geil, Armbrust am Start. Okay, dann schmeißen wir jetzt den Bogen erstmal weg. Welche Level bin ich? 28. Das heißt, ich kann auch das. Oh no. Das war's. Ich bin tot. Ich hätte ihn noch einmal treffen müssen. Ich wollte es unbedingt ohne Bola machen. Es gibt zwei Wesen, die ich hasse in Ark. Das sind einmal die Schlafratten und die Flugfressratten. Die mag man einfach nicht. Weil das einfach scheiß Ratten sind. Ich werde sie alle ausrotten. Alle. Ich werde sie ausrotten und vernichten. Nein, er hat mich schon wieder erwischt. Ich werde sie ausrotten. Ich werde sie alle töten. Ein einziges Mal erwischt dich so ein Trodon und hast direkt Chaos am Start. Junge, wie der Durchfall hat. Der ist ja die ganze Zeit nur am Kacken. Es kann sein, dass ich jetzt direkt wieder von den Trodons angegriffen werde, weil die sind, glaube ich, in der Nähe meiner Leiche. Ich wollte einfach nur entspannt in der Höhle ein bisschen Kristallfarmen gehen für ein Spyglass. Level 88 Trodon, ich hasse ihn einfach. Ich muss sie jetzt erstmal immer wieder ein Stückchen wegpullen weiter. Die kleinen Mistratten, lasst mich in Ruhe. Wie mich alles versucht hier zu töten. Gut, das haben wir geschafft. Das kann euch wahr sein. Der hat schon zig Pfeile in sich stecken. Wie viel Leben möchtest du als Trodon haben? Ja. Boah, der ist Level 112. Holy moly. Schade. Die haben halt echt beschissene Hitboxen. 3 Pfeile hat er stecken. Aber keiner hat gehittet. Der wieder nicht. Ich glaube, ich mache mir jetzt erstmal die Ausdauer noch ein bisschen höher, damit ich länger laufen kann. Übrigens, Leute, was ich euch auch schon mal sagen kann, es wird irgendwann in diesem Jahr wahrscheinlich noch ein größeres Announcement geben. Ich bin mit jemandem zusammen auch noch an einem großen Projekt dran. Da kann ich aber noch nichts zu sagen im Moment, weil wir sind da noch in einem sehr frühen Stadium. Aber sobald es da mehr zu erzählen gibt und zu zeigen,
werdet ihr das erfahren. Da wird auf jeden Fall noch was Krasses kommen. Ich muss irgendwie gucken, dass ich an Chitin komme, damit ich das Spyglass machen kann. Boah, das ist mir hier alles zu riskant, ey. Ich will ja eigentlich nur ein bisschen Chitin, ne? Ich kann aber auch Keratin nehmen eigentlich. Da kann ich einfach ein paar von den Trikes killen. Hm. Hier läuft gerade gar nichts rum. Oh, nice. Ja, ich glaube, ich brauche nur 4 Keratin. Ach nee, wir brauchen ja 10 Zement. Das heißt, ich muss noch ein bisschen was holen. Ach Mann, ich hasse eure Hitboxen. So. Schade, der hat nix gegeben. Geilsten wäre, wenn ich jetzt irgendwie so ein paar von diesen Insekten kriege. Die sind nie da, wenn man sie mal braucht, die Insekten. Nur ein paar Insekten hier. Komm schon, bitte. Die sind doch immer hier im dichten Dschungel. Ach ey, jetzt haben wir auch noch Hitzeprobleme hier. Guten Tag, Arschrino. Was gibt es zu tun? Arschrino, beruhig dich. Nicht so wild. Ganz ruhig, Arschrino. Nicht so schnell laufen, sonst fällst du wieder hin. Boah, 8 Keratin bekommen. Das hat sich gelohnt. Ach, ey, ist das teuer. Ich brauche viel mehr Chitin. Ist auch ehrlich gesagt ein bisschen geil, dass das so farmlastig ist, ne? Das Super Spyglass. Weil dann hat man das auch nicht so früh am Anfang. Weil ist ja schon ein mächtiger Gegenstand. Okay, wir haben jetzt 4 Zement. Oh no. Der Level 20er Raptor. Ich habe gedacht, da wäre nur dieser eine. Und dann läuft da ein 20er rum. Was für ein Mist, ey. Ich finde aber auch keine Käfer. Die kommen immer in den ungünstigsten Situationen nur. Sonst sind da immer haufenweise in den ganzen Bereichen, wo ich jetzt rumgelaufen bin. Vielleicht sollte ich mir auch noch ein paar von den Barrikaden mitnehmen. Ey, mit denen kann ich doch eigentlich die ganze Zeit spielen. Da kann ich doch ganz easy das Zeug farmen. Warum bin ich eigentlich nicht eher wieder drauf gekommen? Oh, jetzt holen wir erstmal ordentlich Metall noch. Da können wir nämlich richtig schön nachher was von craften und alles. Oh, kurz ausruhen hier. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zurück. Wow, 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 wow. Ich will erstmal in meine Base gehen. Okay. Ich würde sagen, Leute, das ist ein guter Punkt, um Schluss zu machen. Wir machen Feierabend für heute. Wir sind richtig gut vorangekommen. Ich meine, guckt euch mal an, ne? Das hier steht schon. Ein Teil der Basis. Wir haben hier schon mal 2 Schmelzen am Laufen. Ich habe hier meine Schmiede, Lagerfeuer. Morgen werde ich dann das Spyglass und alles machen. Und dann geht's richtig los. Dann werden auch schon die ersten Dinos gezähmt und alles.